anschauen. Der Titel ist schon ganz gut bezeichnet, The Craft of Research, das Handwerk, das Forschungshandwerk. Und so gehen wir uns einreden, dass Forschung ein kreativer Prozess ist und das auch innovativ ist, kehrt da ein sehr starker handwerklicher Anteil dazu. Man muss einfach die Grundlagen irgendwann einmal lernen, bevor man in seinem Bereich gut werden kann. Und in dem durch geht es um diese handwerklichen Grundlagen. Das heißt, wie suche ich denn Literatur, wie baue ich denn einen wissenschaftlichen Artikel auf? Ein wissenschaftlicher Artikel hat keine Kreativitätsansprüche, es ist kein Erlebnisaufsatz, das ist ungefähr das Fahrste, was man schreiben kann. Ja, das hat immer denselben Aufbau. Das soll erwartungskonform sein, man soll gleich im ersten Absatz, nämlich im Abstract, schon alles verraten, was rausgekommen ist, sodass die ganze Spannung weg ist. Rechtführungsgeschichte kann man es nicht schreiben, aber nur so wird es dann für die Zielgruppen. Die Zielgruppen sind Wissenschaftler, die möglichst schnell herausfinden wollen, ob irgendeine Forschungsarbeit für sie relevant ist und was da rausgekommen ist, sodass die ganze Gruppe nicht selber damit machen müssen, sondern darauf aufbauen können. Ja, so entsteht dann der wissenschaftliche Fortschritt. Immer ganz schnell drauf und der nächste kann wieder drauf aufbauen. Damit man in diesem Spiel mitspielen kann, muss man sich irgendwie an die Spielregeln halten. Das sind diese handwerklichen Grundkompetenzen, die man dazu entwickeln muss. Deswegen beschäftigen wir uns da hier damit. Und dieses die Relevanz darstellen, ein Thema so abgrenzen, damit es gerade bearbeitbar wird, darum geht es jetzt gleich im ersten Schritt beim Finden einer Fragestellung. Ich reite da massiv drauf herum auf einer gescheiten Fragestellung und das mag ich vollkommen übertrieben vorkommen. Aber wenn Sie keine klare Fragestellung haben, können Sie massiv ins Knie schießen. Die Arbeit wird nichts, wenn die Fragestellung nicht klar begrenzt ist. Gerade wenn wir uns auf die vier Seiten beschränken. So lang die Fragestellung vage ist, nicht ganz klar, es gehört was dazu, gehört nichts dazu, wird die Arbeit im Endeffekt irgendwo selbst dann auch herumschwimmen, irgendeinen Teil drinnen haben, wo man sich nicht sicher ist, wo brauchen wir den denn überhaupt, den uns dann laut war, den wir schon geschrieben gehabt haben, das wird man dann rauslöschen. Das passiert, wenn die Fragestellung nicht von vornherein klar ist und ich spreche aus Erfahrung. Heute noch irgendwo ein Masterarbeit herumliegen, schon mal was. So ein Annex gibt es da einfach dann ein Kapitel drin, weil es nicht meine Basis war, wie man die Fragestellung nochmal angeschaut hat. Aber wir waren dann so laut um die Arbeit, die in das Kapitel reingeflossen ist, dass ich das ganze Kapitel nur als Anhang dazu gehängt habe, weil es für die Fragestellung einfach nicht mehr das war. Und wenn man sich vorher genug Gedanken über die Fragestellung macht und das gut argumentieren kann, kann hinten noch immer nicht viel passieren. Deswegen lege ich da so viel Wert drauf. Generell, ich gehe das jetzt nur auszugsweise durch und hinterlege es vielleicht mit einem fachspezifischen Beispiel. Generell soll es jetzt zu einem Thema kommen, bei dem es das gehört, so kennt es eigentlich nichts mehr dazu schreiben. Ja, oder es ist in zwei Absätze alles gesagt. Wenn wir dort sind, dann haben wir ungefähr das, was wir dann auf vier Seiten auswählen können, sodass es eine sich geschlossene, stimmige Arbeit ist. Damit wir so weit kommen, müssen wir uns ein paar wieder so handwerklichen Tricks bedienen, um ein Themenfeld, das uns interessiert, irgendwie einzugrenzen. Genauso ist dieses Skriptenteil da organisiert. Ich mache das jetzt trotzdem wieder zu. Wir lesen jetzt hier vor. Grundsätzlich müssen wir uns einmal ein Thema finden, in dem wir arbeiten wollen. Ja, manchmal ist das vorgegeben, manchmal erschließt es sich ganz klar aus dem Institut, an dem ihr irgendeine Arbeit schreibt, aber manchmal dürft ihr euch gleich das selber aussuchen, so wie da herinnen jetzt. Dieses Thema oder diese Ideen, die man da hat, die sind meistens relativ weit und mangelnd. So, das macht dann mehr Platz. Da bewegen wir uns in dem Bereich, wo man sagt, ich möchte was zu Cloud-based ERP-Systeme schreiben oder ich möchte was zu sicheren Instant Messenger schreiben oder ich möchte was zu
aus dem neuen Bezahlsystem, wie war das vorher, Wort von Google, das dann mit irgendwelchen Wiedererkennungsalgorithmen funktioniert. Das ist quasi so ein breites Thema. In dem Moment klar ist, was schauen wir uns exakt an und in dem anderen klar ist, auf welchen Aspekt fokussieren wir uns denn. Und das Thema ist irgendwo daher kommen. Ja? So eng soll es irgendwo anders gehen. Dazu gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Zwei wesentliche Möglichkeiten. Das eine ist das Themengebiet an sich, das Thema, das wir uns anschauen, an sich einzuschränken. Ja? Zum Beispiel nur auf einen Teilaspekt zu schauen. Damit wir jetzt das Thema schon ein schmaler abgegrenzt und ist dann wurscht, was da ausmodig. Wir gehen ja nur auf diesen Aspekt. Mit einem Beispiel hinterlegt, so wie es da in diesem Buch ist. Das Buch ist ja nicht irgendwie informatikspezifisch, deswegen sind da so schöne Beispiele drinnen. Kommt dann gleich nochmal mit an, das bei uns passt. Aber man sieht es ganz kurz da. Von wegen, ich möchte mich, vielleicht kennen Sie das Buch Krieg und Frieden, Tolstoi. Wer es kennt, weiß, das ist so. Gibt es eine Audiobook-Version, die ist ungekürzt über 100 Stunden lang, also das kann schon. Und ich möchte mich dann mit dem Konzept des freien Willens beschäftigen. Vielleicht viel breiter geht es nicht. Ja. Unklar ist, was denn über freier Wille, und über russische Buch oder nur in einem Teil des Buches oder was schauen wir denn überhaupt an? Genau das gleiche, das zweite Beispiel, das da drinnen ist, The History of Commercial Aviation, ja, die Geschichte der kommerziellen Luftfahrt. Da kann man locker Enzyklopädie drüber schreiben, das ist nichts für eine Proseminararbeit oder für eine wissenschaftliche Arbeit in einem abgegrenzten Fall. Man muss es viel enger fassen. Eine Möglichkeit, das enger zu fassen, sehen wir da schon, freier Wille in Krieg und Frieden, der Konflikt zwischen, ich versuche freier zu übersetzen, der Konflikt zwischen freien Willen und der historischen Unvermeidbarkeit von Geschehnissen in Tolstois Beschreibungen der drei Schlachten in Krieg und Frieden. Da passieren jetzt zwei Sachen in diesem Beispiel. Da passiert Krieg und Frieden eingeschränkt auf Tolstois Beschreibungen der drei Schlachten in Krieg und Frieden. Das ist das, was ich davon habe. Einer vertikalen Einschränkung. Ich gehe immer auf das gesamte Buch, sondern ich fokussiere auf einen Teilbereich, nämlich die Beschreibung der drei Schlachten in diesem Buch. Und ich sage nicht mehr der freie Wille im Allgemeinen, sondern ich grenze da nochmal ein und sage, ich schaue mir ganz konkret den Konflikt zwischen, wie der Tolstoi beschreibt, was freier Wille ist und was historische Unvermeidlichkeiten von Geschehnissen sein. Also wenn es keinen freien Willen mehr gibt, weil Sachen passieren einfach. Und auf das fokussierend komme ich dann auf ein engeres Thema. Zweites Beispiel. History of Commercial Aviation. Der wichtige Beitrag des Militärs in der Entwicklung der DC-3 in den frühen Jahren der kommerziellen Luftfahrt. Auch da passieren ein paar Sachen. Vorher haben wir gesagt, die Geschichte der kommerziellen Luftfahrt. Jetzt schränken wir einmal ein auf die frühen Jahre der kommerziellen Luftfahrt. Wir schränken ein nicht auf irgendeine kommerzielle Luftfahrt, sondern auf ein bestimmtes Flugzeugmodell, das offensichtlich die kommerzielle Luftfahrt ganz wesentlich mitgeprägt hat. Und schauen uns da drinnen, wir haben auch dazu eingeschränkt, machen wir so nochmal einen Schnitt drüber, schauen uns da drinnen die Rolle des Militärs bei der Entwicklung dieses Flugzeugs an. Ja. Und so kommen wir auf ein fokussiertes Thema, wo klar ist, welche Aspekte wir uns in der wissenschaftlichen Arbeit anschauen müssen. Was heißt das jetzt für CE oder für den Themenbereich der Kommunikationssysteme? Ich habe versucht, auch so ein Thema zu finden und das dann durchzuziehen.
Ein mögliches Thema war sicheres Internet-Messaging. Ja, ab da wissen wir noch nicht, was genau. Und dann, wir wissen aber viel dafür, worum geht es denn. Es ist schon konkreter als so ein künstlich allgemein gehaltenes Thema wie technologievermittelte synchrone Kommunikation. Das kann irgendwie Chat sein oder sonst irgendwas. Wir fassen es konkreter. Es geht uns um Instant Messaging und es geht uns um Systeme, die versuchen, das Ganze sicher zu machen. Auch das ist aber immer nur zu breit. Vom Gefühl her sind wir da eher unbedingt genau überlegt habe, bei einer Dissertation und nicht bei einer Prüfung. Jetzt müssen wir, wie gesagt, das Thema eingrenzen. Und dieser vertikale Schnitt, den ich vorher skizziert habe, hier und den wir uns bei den beiden Beispielen angeschaut haben, den würde man hier auf unterschiedliche Orten hinbringen können. Das kann also sein, entweder auf konkrete Produkte fokussieren. Ich sage, bleib bei den sicheren Instant Messengern. Fokussiere aber auf zwei konkrete Produkte und versuche das strukturell zu vergleichen. Das wäre eine mögliche Einschränkung. Das andere, wir haben da sicher drinnen stehen. Und sicher hat, wer es sich eh schon gemacht hat, kann sich da vielleicht noch erinnern, sicher hat ja immer mehrere Dimensionen. Von Anfang von der Verschlüsselung über die Authentifizierung, die Nichtabstreitbarkeit, diese Geschichten, die Manipulationssicherheit. Und man könnte diese sicher enger fassen. Das war eben so ein vertikaler Schnitt. Und ich konnte sagen, statt sicheres Instant Messaging haben wir uns auf abwehrsicheres Instant Messaging oder authentifiziertes Instant Messaging. Ja, damit fassen wir das Thema auch schon länger. Geht nicht mehr um die Sicherheit, sondern ganz konkret um, wie sicher steht, dass der, der auf der anderen Seite sitzt, wirklich die Person ist, für die sie sich ausgibt. Oder es geht klar darum, bei Abwehrsicher, dass kein Dritter mitmachen kann. Ja, und beschränken damit den Betrachtungsbereich ein. Uns fehlt aber immer noch der betrachtete Aspekt, und das ist das Zweite, was wir eingrenzen müssen. Ihr könnt sich vorher erinnern, bei den Beispielen der Konflikt zwischen freien Willen und der historischen Unvermeidbarkeit, das ist der betrachtete Aspekt, die Rolle des Militärs bei der Entwicklung der DC3. Das war der betrachtete Aspekt. Man kann sich vorstellen, man legt quasi dann da quer nur mal ein zweites Thema drüber, eine Perspektive, man nimmt eine Perspektive auf das eingegrenzte Thema ein und schaut sich genau die dann an. Beispiel, wir bleiben mal bei dem authentifizierten Instant Messaging. Querschnittsthema wäre zum Beispiel, oder wir bleiben bei sicheren Instant Messaging im ersten Schritt noch, bevor wir es kombinieren. Ein Querschnittsthema war die Benutzbarkeit von so einem sicheren Instant Messenger. Wir haben das sichere Instant Messaging, das ist ein eingegrenztes Thema, und wir haben quer dazu die Benutzbarkeit. Das ist ein Teilaspekt, den man sich von solchen Messagern anschauen kann. Ein anderer Teilaspekt, der gar nichts mit Benutzbarkeit zu tun hat, sondern auf einen komplett anderen Teil fokussiert, wären Signaturmechanismen, also auf einmal in der theoretischen Informatik und in der Usability schon. Wäre einfach ein anderer Schnitt und die Arbeit wird komplett was anderes sein, wo der Betrachtungsgegenstand immer wieder gleich ist. So, und wie ich vorher gesagt habe, da Schlüssel zu einer abgegrenzten Vorstellung, der liegt dann in der Kombination mit dieser Eingrenzungsmechanismen, die ich jetzt gesagt habe. Das heißt, ich grenze einmal sicheres Instant Messaging ein, fokussiere auf der einen Seite auf die Authentifizierung, erste Eingrenzung. Zweite Eingrenzung, ich fokussiere mich nur auf zwei konkrete Produkte, vielleicht die gegenüberstehen. Auch das können wir länger. Und legt dann da quer die Benutzbarkeit dieser Authentifizierungsmethoden drüber, um mir das genau zu schauen. Und jetzt sind wir bei einem eingehenden Thema, wo zumindest klar ist, welche Teilaspekte man sich anschauen muss.
wenn man dazu arbeiten will. Und in welchen Bereichen man suchen muss, wenn man schauen will, ob der andere schon dazu kommen kann. Weil beides braucht man. Ist das noch für Sie? Das, was ihr braucht, ist im Wesentlichen ein möglichst eingegrenztes Hauptthema, das ist das Vertikale, und ein Querschnittsthema, das ihr drüber legt, aus deren Perspektive ihr dann auf welcher Hauptthema draufschaut. Ja? Das heißt, wieder Beispiele aus den Vorsemestern, ich habe vorher gesagt, wir haben sowas wie Winter Vehicle Networks gehabt, gibt es auch Top-Netzwerke von Autos aneinander vorbeifahren, dass die Informationen austauschen. Das ist einmal ein Thema für sich, da gibt es Standards, alles Mögliche. Und da konnte man jetzt anschauen, Manipulationssicherheit der Kommunikation. Da konnte man anschauen, Datenprotokolle, die verwendet werden. Da konnte man anschauen, Anwendungsszenarien bei der Verkehrssteuerung. Ja, das sind unterschiedliche Querschnittsthemen, die über dieses Hauptthema drüber hingehen. So, das ist einmal der erste Schritt, dort müssen wir hin. Dann haben wir mal unseren Untersuchungsbereich, in dem müssen wir jetzt leider haben. Da drinnen müssen wir uns jetzt nämlich eine Fragestellung finden. Wäre das jetzt immer nur die Eingrenzung, damit habe ich gesagt, was interessiert uns denn, an welchem Bereich schauen wir uns an, müssen wir jetzt schauen, was gibt es denn in dem Bereich schon an Forschung. Und ist da irgendwas interessant, was vielleicht noch nicht behandelt worden ist in der Forschung, was noch offen ist? Der Neuheitsanspruch, bitte das zu beachten, ist im Pro-Seminar nur sehr bedingt gegeben. Ein Anspruch ist nicht irgendwas Neues zu entwickeln. Ja, den State of the Art, den Stand der Forschung voranzubringen, kann da heißen oder wird normalerweise heißen, zum Beispiel mehrere Systeme, so wie wir es vorhin im Beispiel haben, mehrere Systeme hinsichtlich eines Aspekts zu vergleichen, der so in der Literatur nicht beschrieben ist. Das heißt, das suchen wir eben da ein Querschnittsthema, wo es zum Beispiel irgendwelche Auswertungsraster für Usability gibt und wendet das auf konkrete Systeme an. Das wäre jetzt was sogar noch einen haptischen Anteil hat. Das kann aber auch wie im Normalfall eine Literatur ablehnen. Zu so einer Fragestellung komme ich dann in den Themenbereich, in dem man eben Aspekte sucht, die da drinnen nur interessant sind und so noch nicht beantwortet sind. Also eine Proseminararbeit hat schon den Anspruch, nicht nur Zusammenfassung von irgendeinem Paper zu sein, das dieselbe Fragestellung eh schon mal beantwortet hat. Also schon in einen Bereich kommen, was behandelt, was nicht schon als eigenständige Arbeit geben wird. Wir müssen also da drinnen das aufzeichnen. Eine Lücke identifizieren, und das arbeiten wir jetzt. Hallo. Eine Lücke identifizieren, und das arbeiten wir jetzt. Das heißt, ihr werdet sich anschauen, welche Teilaspekte in diesem Bereich haben denn andere schon abgelegt. Ja, arbeiten gehen, mit dem wir schon abdecken und irgendwo wird dann was überbleiben, was in der Form noch nicht behauptet worden ist. Und dort wird sich dann. Das ist dann der Vorgestellte. Das schaut jetzt einfach aus, es ist wissen. Und das Ziel ist nicht, dass ihr das da jetzt da schafft, sondern das Ziel ist, dass ihr das jetzt einmal ausprobiert und sobald ihr dann eine Idee habt, dann gehen jetzt wir gemeinsam durch. Und wir schauen, ob das ein bearbeitbares Thema ist oder nicht. Das heißt, wenn Sie mit einer Fragestellung dann zu mir kommt oder mit einer Idee über Fragestellung, dann werden wir gemeinsam schauen, ob es da überhaupt Literatur zu dem Bereich gibt, ob das ein bearbeitbares Thema ist oder nicht. Nicht der Anspruch, dass man sich selber das Thema findet. Diesen Anspruch kann man erst frühestens bei einer Dissertation dann noch. Das soll jetzt nur mal die Situation, wo man sagt, ist dann auch ausformuliert müssen. Weil wenn Sie dann einmal eine Bachelorarbeit schreibt, sondern eine Masterarbeit schreibt, dann werde ich je nach Betreuungsintensität entweder nur ein Thema vorgeben, vielleicht ein eingegrenztes Thema oder vielleicht sogar eine Fragestellung, aber was euch immer überlassen bleibt, ist die Relevanz dieser Fragestellung dann aus der Literatur zu begründen.
Idealerweise hat sich der Betreuer vorher schon Gedanken darüber gemacht, ob das eine relevante Fragestellung sein könnte. Manchmal nicht. Manchmal halt auch diese Idee, die der Betreuer gehabt hat, nicht. Dann muss man schauen, wie man die Fragestellung begründen kann. Diesen Prozess soll man da einfach mal durchgespielt haben. Was ich versuchen möchte, ist echt zu sagen, dass man trotz des relativ eingegrenzten Themas immer nur zu vollständig unterschiedlichen Fragestellungen kommen kann, die zu vollständig unterschiedlichen Arbeiten führen. Die auch zu Arbeiten führen, die vielleicht gar nicht bearbeitbar sind oder die mit unserem derzeitigen Kenntnisstand nicht bearbeitbar sind. Ich komme gleich zu einem Beispiel. Wir sind in der Wirtschaftsinformatik nicht die Empiriker, nicht die empirische Forschung, die dann irgendwelche groß angelegten Studien oder so machen können. Das ist nicht in unserem Curriculum drinnen. Das lernen wir in der Form nicht, sodass das wissenschaftlich valide ist. Das heißt, alle Fragestellungen, die darauf abzielen, irgendwas im großen Stil zu vergleichen, zu schauen, ob irgendwas besser ist oder anders funktioniert, sind meistens sehr schwierig zu bearbeiten oder übersteigen unsere Möglichkeiten. Und man muss sich einfach dessen bewusst sein, was kann man leisten, was kann man unter den jeweiligen oder unter den vorgegebenen Rahmenbedingungen leisten, Proseminar, Masterarbeit, Bachelorarbeit, Dissertation, und was kann man auch inhaltlich leisten. Beispiele, die das zeigen sollen. Wir bleiben also bei der Benutzbarkeit von Authentifizierungsmethoden in sicheren Instant Messaging, am Beispiel von Produkt X und Y. Abgegrenzt schon gesagt. Mögliche Fragestellungen da drinnen wären etwa: Das Ziel von der Fragestellung ist jetzt, dass ganz klar ist, was man machen muss. An der Fragestellung soll es dann die gesamte Arbeit begründen können. Wenn ihr euch dann fragt, warum in Kapitel 3 ihr diskutiert, wie Authentifizierung ganz generell funktioniert, soll es mir begründen können aus der Fragestellung, warum dieser Teil da drinnen sein muss. So konkret soll die Fragestellung sein. So soll sich die gesamte Struktur eigentlich daraus ableiten lassen. Das ist der Kristallisationspunkt der ganzen Arbeit. Ja, wir fangen relativ breit an in der Begründung, bis wir bei der Vorstellung kommen und dann machen wir wieder auf und diskutieren, welche Aspekte wir uns jetzt anschauen müssen, damit wir diese Vorstellung beantworten können. Bis wir es am Schluss in der Arbeit dann wirklich beantworten. An dem hängt sich der gesamte rote Faden der Arbeit auf. Deswegen ist er so wichtig. Also, konkrete Fragestellung, die in dem Themengebiet liegt, wäre dann, wie unterscheidet sich die Benutzbarkeit der Authentifizierung von Benutzern bei der Verwendung der sicheren Messaging-Systeme X und Y. Ja? Das heißt, das ist was Vergleichendes. Wir werden uns bei zwei konkreten Systemen die Authentifizierungsmechanismen anschauen müssen und die irgendwie strukturiert gegenüberstehen, sodass es nachvollziehbar ist, worin sie die unterscheiden. Wenn man das jetzt sauber steht, dann ist das unternommen. Wenn man das jetzt sauber wissenschaftlich aufbereitet, wird man sich zuerst aus der Benutzbarkeit, also Usability-Forschung, anschauen müssen, was sind denn mögliche Unterscheidungskriterien bei der Usability, also was schaut man denn auf welche Aspekte, damit man sagen kann, ist was benutzbar oder ist irgendwas nicht benutzbar. Und diese Kriterien wird man dann auf die konkreten Systeme anwenden und versuchen, die unter dieser Perspektive zu betrachten und dann gegenüberzustellen. Also hinsichtlich der Benutzerführung, jetzt nur mehr jetzt zur Dimension vielleicht, leistet System X das und System Y das andere. Das ist eine reine Gegenüberstellung, das wertet man nicht. Ja, das sagt man nicht, welches ist besser oder so. Wenn man dann drauf kommt, aber im dritten, da steht nämlich dann besser drinnen, dass das sowas zum Beispiel ganz schwierig zu bearbeiten ist. So ein Thema hat einen praktischen Anteil, relativ klar. Ein praktischer Anteil wäre da, ich nehme die zwei Systeme her, suche mir diesen Auswertungsmaster und wende den auf die zwei Systeme an und beschreibe dann die Ergebnisse. Das ist durchaus schon Forschung. Ja, und das ist ein Gap, weil das hat vielleicht in der Form, auch wenn es nicht hochinnovativ ist oder wenn es nicht so fundamental neuen Ergebnissen führt, aber das hat in der Form noch keiner gemacht. Und solange man grundsätzlich argumentieren kann, warum das vielleicht wichtig wäre, ist es absolut okay, für wissenschaftliche Arbeit. Wenn man es abstrakter fassen möchte, können wir im selben Thema bleiben und fragen, welche Möglichkeiten zur Beurteilung der Benutzbarkeit von Authentifizierungsmechanismen in sicheren Instant-Messaging-Systemen wie X und Y gibt
das denn? Die ist so ähnlich auf den ersten Blick, geht aber auf ganz andere Aspekte ein. Wo wir vorher konkret gesagt haben, wie unterscheiden sich die zwei Systeme, sagen wir jetzt da abstrakter, welche Beurteilungsmöglichkeiten haben wir denn ganz generell? Das heißt, wir fokussieren uns auf die Beurteilungsmethoden, nicht mehr auf die konkreten Systeme. Die konkreten Systeme rutschen da jetzt in den Hintergrund. Nur um abzugrenzen, was wir meinen, wenn wir über sicher grenzende Messenger reden. Deswegen sagen wir, da gibt es sowas wie den X und den Y. Das grenzen damit auch, wie breit das Feld ist, das wir uns anschauen. Und versuchen jetzt herauszufinden, warum sie die Benutzbarkeit von Authentifizierungsmechanismen bei solchen Systemen anschauen möchte, wie kann man denn da vorgehen? Im Gegensatz zu der Fragestellung, die wir da oben gehabt haben, hat das wahrscheinlich keinen praktischen Anteil, sondern es ist eine rein konzeptuelle Arbeit. Man geht in die Literatur, schaut sich an, welche Ansätze zur Beurteilung der Benutzbarkeit gibt es denn und lasst sich das auf diese Fragestellung, die wir da haben, oder auf diesen, dieses Themengebiet der sicheren, der Authentifizierung und sicheren Messaging-Systeme anwenden oder nicht. Das ist eine reine Theoriearbeit, wahrscheinlich trotzdem schwierig zu bearbeiten, wenn man relativ tief in die Usability-Forschung reingehen muss und relativ gut argumentieren muss, warum irgendwas relevant ist oder nicht. Ihr müsst es jetzt nicht bearbeiten können, aber der Unterschied zu euch transparent. Ja, während das eine relativ konkret ist, ist das ein abstraktes Thema. Beide bewegen sich im Themenfeld. Und dann haben wir die dritte. Das sind die Art von, oder das ist die Art von Fragen, wie sie normalerweise recht gern formuliert werden. Weil sie sehr konkret ausschauen, aber welche ist besser? Wir haben zwar so Messenger, die haben beide Authentifizierung, welche ist besser? Sowas ist immer schwierig. Immer wenn es solche wertenden Teilfragen drin gibt, haben wir auch Probleme in der Wissenschaft, wir müssen nämlich dieses besser irgendwie quantifizieren. Wir müssen irgendwo festmachen, was heißt denn besser? Und woran erkennen wir das und wie können wir das wissen? Und das macht uns jetzt Schwierigkeiten, weil in Wirklichkeit müssen wir, wenn wir die Frage beantworten wollen, die oberen zwei gleich nicht beantworten. Ja, wir müssen uns zuerst damit auseinandersetzen, was kann denn besser überhaupt heißen? Was wären denn mögliche Order, welche Möglichkeiten zur Beurteilung der Benutzbarkeit, was wären denn mögliche Ansätze, um diese Messung durchzuführen? Und dann müssen wir es nur auf die zwei konkreten Systeme anwenden. Und zwar nicht nur vergleichend, so wie bei der ersten Frage, sondern wirklich quantifizierend und rangbildend. Also schauen, in dem Aspekt ist der besser und in dem Aspekt ist der besser. Sodass wir dann irgendwann einmal Aussagen treffen können. Also auch wenn die am einfachsten ausschaut, ist das die bei beiden am schwersten bearbeitbar. Was das jeweils bedeuten wird, habe ich dann einmal skizziert, habe ich jetzt eh schon gesagt. Wenn wir bei den drei sind, wenn das die drei Ideen gewesen wären, würde tatsächlich fürs Pro-Seminar bestenfalls bei Theater bleiben. Ja. Vielleicht sogar nur allgemeiner und sagen, ja, so eine strukturierte Gegenüberstellung wäre schon sinnvoll, aber gar nicht so sehr in die Praxis gehen, sondern versuchen rein formativ aus den Systemen, wie man es betrachten kann, ohne dass man groß Benutzertests oder so macht, versuchen zu extrahieren, wie sie die unterscheiden, diese Authentifizierungsmechanismen. Und dann, das wäre jetzt nicht schon genug gewesen, müssen wir in einer wissenschaftlichen Arbeit einmal noch begründen, warum das überhaupt eine relevante Frage ist. Das heißt, wir müssen einer Leserin das Gefühl geben, warum sollte sie überhaupt damit beschäftigen, warum sollte die Zeit dazu verwenden oder aufwenden, das Paper irgendwie zu lesen. Was ist denn da überhaupt wichtig drin? Das muss bereits in der Einleitung, also auf der ersten Seite, in der ersten Spalte des Papers, klar werden. Man muss zu dieser Fragestellung hinleiten. Das heißt, man muss
im Wesentlichen diesen Eingrenzungsprozess, den wir da jetzt gezeichnet haben, noch vollziehbar machen. Und belegen, warum das tatsächlich eine Lücke im Stand der Forschung ist. Warum das Themengebiet relevant ist, warum man sich mit diesem Teilaspekt beschäftigen möchte, welche Vorarbeiten das da drinnen gibt und warum deswegen die Fragestellung, mit der wir uns jetzt auseinandersetzen, interessant ist. Deswegen ist in der Einleitung normalerweise die Dichte an Verweisen auf andere Literaturstellen, auf frühere Arbeiten, die es schon gegeben hat, am höchsten. Es sind immer wieder Einleitungen, die so narrativ erzählen, warum das vielleicht wichtig wäre und nirgends der Referenz. Aus wissenschaftlicher Sicht die Relevanz zu begründen heißt, darauf zu verweisen, was es in dem Feld schon auf Forschung gegeben hat. Das heißt, ich muss auf frühere Arbeiten verweisen, ich muss die referenzieren, ich muss sagen, der und der Autor hat sich schon damit auseinandergesetzt, dass Benutzbarkeit in sicheren Messaging-Systemen Problem ist und dass das deswegen nicht von benutzt wird. Ne? Ich muss eigentlich anfangen damit, sag, sicheres Instant Messaging wäre wichtig, weil wir sehen, dass wir eigentlich eine totale Überwachung haben in diesen ganzen technischen Netzwerken, die wir halt benutzen und keiner kann sich dieser Überwachung entziehen. Das heißt, wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass wir unbeobachtet kommunizieren können. Erster Argumentationsschritt. Zweiter Argumentationsschritt, das ist technisch eigentlich gelöst, man wissert, wie es gehen wird, dritter Argumentationsschritt, aber es nutzt keiner. Es hat nicht die Verbreitung, die es haben sollte. Die Frage ist, warum? Das war schon mal eine Fragestellung, die ist aber viel zu breit. Wir müssen weiter eingrenzen, das heißt, wir gehen weiter in der Literatur fahren. Es gibt in der Literatur die Hypothese, dass das darauf zurückzuführen ist, dass das Zeitungs nicht benutzbar ist, diese Arbeiten gibt, die kann man finden. Deswegen setzen wir uns mit der Benutzbarkeit von solchen sicheren Instant-Messaging-Systemen auseinander, fokussieren da drinnen auf die Authentifizierung als einen Teilaspekt. Das kann man jetzt begründen müssen oder man sagt einfach mal, grenzt so weit ein. Sagt dann, ja, da haben sich andere Autoren schon angeschaut, wie das grundsätzlich funktionieren kann. In der Praxis ist das aber alles nicht wirklich angekommen, ja, da gibt es ja so pragmatische Zugänge, die halt funktionieren oder auch nicht. Deswegen versuchen wir jetzt anhand zweier Systeme, die in der Praxis weit verbreitet sind, Messenger X und Messenger Y, uns anzuschauen, wie denn die Authentifizierung dort funktioniert und wie benutzbar sie ist. So, und jetzt haben wir die Relevanz der Fragestellung begründet. Wir sind ausgegangen von ganz breit, so, sichere Kommunikation ist wichtig, weil wir werden total überwacht. Technisch ganz, aber es nutzt keiner. Es nutzt keiner, weil das Zeug schwer benutzbar ist. Wesentlicher Punkt in der Benutzbarkeit ist die Authentifizierung. Wer schon mal PGP-Signatur gemacht hat, weiß, was ich meine. Gegenseitig signieren, das ist was, was man Informatiker, Wirtschaftsinformatiker machen lassen kann, und dann weiß das schon wieder. Es gibt zwar in der Literatur Vorschläge, wie das funktionieren könnte, in der Praxis spiegelt sich das aber noch nicht wieder. Das heißt, wir schauen uns jetzt den aktuellen Stand der Entwicklung in der Praxis einmal an und versuchen, den strukturell aufzubereiten. Zack, haben wir es einmal ganz offen gestellt. Das hat man gestern im Nachmittag gekostet, so hinzukommen, ungefähr. Und ich mache das jetzt auch schon seit, erschreckenderweise mehr als 10 Jahre. Das muss man üben. Habe ich vorher schon mal gesagt, man muss das einfach einmal ausprobiert. Und das ist dazu jetzt im ersten Teil des Pro-Seminars, quasi bis zur fokussierten Kurzpräsentation, wo sie mit euren Vorstellungen einfach mal kommen soll und sagen soll, wie sie dort hinkommen soll, was das Argumentationskette vielleicht wäre. Gut, das findet ihr im Detail auch alles nochmal zusammengefasst in diesen Book-Chapters, wo wir da jetzt erst das Thema eingeführt haben. Kommt dann irgendwann nochmal ein Subkapitel von einem fokussierten Thema zu Fragestellungen. So weiter, bis wir irgendwann einmal zur Begründung der Relevanz kommen. Das heißt, von einer eh interessanten Frage zu einer tatsächlichen Signifikanz. Wie argumentiere ich denn das? Und wie stelle ich es denn dar? Was hilfreich sein kann, das habe ich mir da drinnen abgeschaut, das ist dann nochmal rephrasiert.
und der Selbstkontrolle ist, wenn man glaubt, man hat diesen Prozess durchgemacht, dann sollte man so einen Satz formulieren können. Ja? Ich möchte X untersuchen, um herauszufinden, ob Y, was auch immer Y das für Frage ist, damit meine Leserinnen verstehen, dass irgendwas relevant ist. Ja? Also drei Komponenten. Das heißt, ich möchte untersuchen, um herauszufinden, damit meine Leserinnen verstehen. Das. Um das konkreter zu machen, spiegeln Sie jetzt unsere Themen und Fragestellungen wieder. Ich möchte die Benutzbarkeit von Authentifizierungsmechanismen von sicheren Instant Messagern, am Beispiel der Produkte X und Y, untersuchen. Erster Schritt, nur das Thema. Um herauszufinden, jetzt die Fragestellung, worin sich die Benutzbarkeit der Produkte X und Y unterscheidet, und jetzt die Relevanz, damit meine Leserinnen verstehen, dass ein adäquat gestalteter Authentifizierungsmechanismus die Verbreitung von sicheren Instant Messagern, der Verbreitung von Instant Messagern zuträglich sein kann. Ja, also es geht jetzt wieder zurück auf dieses Problem, das wir vorher gehabt haben, wo wir uns getroffen haben mit den beiden Querschnittsthemen, wo wir gesagt haben, sichere Instant Messenger oder sichere Authentifizierung kann eigentlich, aber es nutzt kann. Sondern wir wollen jetzt sagen, dass man es schon nutzen Punkt, wo man es gescheit machen wird. Und deswegen vergleichen wir jetzt einmal zwei Produkte. Es stolpert noch ein bisschen, das habe ich ja da unten noch mal geschrieben. Weil damit man sagen kann, dass es schon funktionieren wird, wenn man es gescheit machen wird, braucht man jetzt ein Produkt, das gescheit gemacht wird und ein Produkt, das nicht gescheit gemacht wird, damit man sagen kann, warum sie die unterscheiden. Aber grundsätzlich ist das einmal ein mögliches Relevanzkriterium. Das heißt, was machen kennt, keine Zwangsvorgabe, ist zu versuchen, diesen Satz zu formulieren. Ihr braucht sowas ohnehin dann in der Einleitung. Dort wird es ein Satz sein, dort wird es ausführlicher sein, aber das kann schon der Nukleus für die Formulierung der gesamten Einleitung sein. Gut, so viel geredet. Das war für Inhalt, einfach mal setzen lassen. Wenn es funktioniert hat, gibt es jetzt eine Aufnahme von dem Ganzen und es gibt da diese schriftliche Version davon. Versucht es einfach einmal, eigentlich im Zeitplan ungefähr 2 bis nächste Woche, wir sehen uns nächste Woche wieder. Zumindest so ein kleines Thema euch zu suchen. Ja, versucht euch ein Thema, die gibt es euch interessiert, grenzt ihr das ein und vielleicht habt ihr schon eine Idee über den Querschnittsaspekt oder die Perspektive, die ihr drauf einnehmen wollt. Wer schon weiterkommt, sehr gern. Wer mit einem Thema kommt, passt auch gut, dann gehen wir einfach bei der Literatur mal wieder weiter schauen, was da mögliche Fragestellungen wären. Gut, gibt es Fragen dazu? Die kommen. Aber die kommen individuell und die müssen wir individuell behandeln. Insofern sage ich danke für jetzt. Wer jetzt schon Ideen hat, kann gerne jetzt noch kommen. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche.